Zurück in der fahlen Ferne werden nicht nur bei deiner Mom mal wieder ordentlich die Tiefen ausgelotet, sondern auch der ein oder andere Eisbär von der Scholle geschubst. Zieht euch die Handschuhe über, weiter geht's mit Dredge the Pale Reach, wo wir eine Mission haben. Und zwar Baggerfahrer, sowas in der Art. Nein, wir müssen einen Eisbrecher an unseren soon-to-be vollgepanzertes Fischerboot schnallen. Und dann geht die Luzi ab. Und wie sie abgeht, die benötigten Teile, da fehlt uns nur noch eines. Wir haben beim letzten Mal es geschafft, zwei zusammenzusammeln. Eine Seite von der, ja, Eisbrecher, von dem Flug, das fehlt uns noch. Und nebenbei beschäftigen wir uns mit allerhand anderen Schissel. Und da der Morgen angegraut ist, würde ich sagen, wir schauen uns mal weiter um. Gibt es hier vielleicht schon einen mutierten Krebs, den ich mitnehmen kann? Nein, wie immer ist das Leben sehr enttäuschend. Schade. Boah, Alter. Ich muss mich erstmal hier wieder... Ich muss erstmal wieder hier ein bisschen Fuß fassen, Alter. Moment, vielleicht sollte ich die auch einfach irgendwie woanders auslegen? I don't know. Ich habe halt immer keine Ahnung, wo gut ist. Ist irgendwie... Vielleicht halt hier irgendwie... Weiter rein oder so. Ist das wirklich anders? Weiß ich jetzt nicht. Robuster Krabbenkorb. Ja, ist gut. Was gibt's denn hier Schönes? Zeig mal her. Die brauche ich eigentlich nicht. Ich leg den anderen Korb mal irgendwie. Ich leg den mal hier hin. Genau. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Wow, 3 Stunden haben wir jetzt gebraucht, um herzufahren. Diese Seite haben wir vergangene Episode ein wenig erkundet. Und heute fahre ich mal hier rein. Ich weiß auch nicht, was der Plan ist. Oh Gott, kommt da irgendwas? Oh ne, ist bloß ein kleiner Wirbelsturm. Und wir hören den... Oh Gott, das war knapp. Hast du schon geschwitzt? Ich auch. Oder waren wir hier schon? Da steckt wieder so ein Typi im Eis. Oh, stimmt, Alter. Die Zombies hier. Oh, ich will die nicht kaputt machen müssen. Ich muss irgendwann, ne? Hier sind bloß irgendwelche Teile. Das lassen wir mal liegen. Das nützt uns nicht. Wie? Oh, warte mal, was ist das? Was ist das für ein Fischi? Haben wir den schon? Wait. Koboldhai. Oh, offensichtlich haben wir den schon, weil da kam nicht dieses... Hm. Mal ein bisschen Looky-Looky machen, wo es hier so weitergeht. Oh! Wait. Müssen wir den voll befüllen mit Fisch? Dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen Anhaltspunkt, wo wir weiterkommen. Augenblick. Ich change mal hier zu Atro... Wie heißt das? Atrophie. Ja, genau. Bam! Gib mal her hier. Was soll der Geiz? Geil. Oh, ich glaube, den Koboldhai, den kann ich da gar nicht so richtig verwenden, weil der versaut mir so ein bisschen die... naja, dieses Platzmanagement dort. Okay. Ich angel mal noch ein paar von den Boys hier. Und mehr. Och nein, das ist wieder so eine dumme Form. Warte mal, das hilft mir aber vielleicht. Saibling? Ach so, den haben wir. Den haben die ganzen Vögel geklaut beim letzten Mal. Da bin ich fast ausgerastet. Oh mein Gott, was ist das? Blasensaibling. Okay. Ich kommentiere das jetzt nicht. Das Wort Blasen, das ist mir vollkommen fremd und mir fällt kein einziger Wortwitz damit ein. Nein, 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 nein. Oh. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich bring's nicht mehr. Ich habe ausgedient. Ich werde alt. Akzeptiert das doch. Aber ist klar, wo waren das jetzt? Da hinten, ne? Oh, es wird Nacht, Alter. Ich kann das schon wieder nicht ab hier. Ich muss eigentlich nur darüber fahren und schlafen. Die Tage sind so kurz, ich schaff da irgendwie nichts von immer. So, wenn man hier fällt, auch nicht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, einmal. Na, ich lass mal die Mutierten noch hier im... in meine Obhut, sag ich mal. Vielleicht... Oh, das ist richtig cool. Nee, das ist einfach nur Bombe, dieser Koboldhai. Oh. Oh, macht ja Spaß. Warte. Zack. Und einen von denen noch. Und dann geil. Auf diesen Haufen passen keine Fische mehr. Den Haufen, den setze ich gleich auf deinen Fisch. Nummels, Nummels. Da
Das müsst ihn sättigen. Eine kleine Weile lang? Digga. Was ist mit ihm, Alter? Was zum Beißen, Meister? Wenn der kleine Hunger kommt. Oh, was war da? Irgendwas Schönes? Oh, lol. Oh nein, da ist wieder... Oh, wait. Warte mal, hier war ich doch schon... War ich hier nicht? Warte mal. Ist das wieder ein neuer? Das ist so eine andere Kralle. Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen. Was haben wir da? Oh, das ist das andere Flugteil. Yes. Pass auf, gleich wird hier einer umgeflücht, Alter. Yeah. Geilo. Habe ich nicht gedacht, dass ich das jetzt schon... Oh nein, 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 nein. Soll ich mit dem quatschen schon mal? Wie viel habe ich von dem gefunden? Zwei schon? Keins mehr? Wer hat den letzten aufgetaut? Noch ein provisorisches Lager. Immerhin. Ja, da kommt immer mal so eine Fischersfrau vorbei, die bringt den einmal im Jahr eine Dose Erbsen und dann warten sie, bis hier der Papa kommt und alles wieder auflöst. Kaum bewährte Hand. Oh, ich frag mich, was ich da ja weg, Alter. Ich will's gar nicht wissen, was die Eisscholle eigentlich hier mitbringt. Das ist kein... Es ist keine Scholle. Es ist eine Raumstation, Alter. Fucking hell. Eine unnatürliche Eisnadel ragt über verschneiten Ausrüstungsresten in die Höhe. Eisnadel! Das ist eine sehr optimistische Darstellung der Ereignisse. Eine ferne, verzerrte Stimme. Gefangen für immer dieses Gefängnis, hol mich raus. Jo, 5 Euro. Zerschlage es irgendwie, befreie mich. Ey, so manche wollen halt unbedingt raus und manche sagen, mein Leben ist so scheiße, Alter. Alles scheiße, wer kann reden? Wer bist du? Der Steuermann. Finde eine sichere Route, kartografiere das Eis, kann jenseits irgendwie befreie mich. Was passiert? Der Graben, das zerbrochene Eis, wie ein Netz, Eis aus Herz, Eis aus Gold, Herz aus Stein, erwachte. Ich erzähle dir, flüsterte im Westen, nahm den Bootsmann mit Osten, kehrte allein zurück, das Eis, Triple Chalk, Langnese, Cremissimo. Am nächsten Tag erruderte der Kapitän, sah auf die Klauen, ergriff meine Seele, bestand darauf, Lager aufschlagen, Schatten der Bestie. So. Das ist so ein Worträtsel. Das muss ich mir jetzt selber zusammenpuzzeln und irgendwann kriege ich dann die Story. Gut. Weißt du was? Ich gehe in die Haie. Hier ist ein perfekter Zeitpunkt und eine Location, um friedlich einfach eine Nacht zu verbringen. Glaubt's mir. Das gibt nichts drüber. Ja, schön. Siehst du? Ausgeruht gehe ich nun wieder weiter meiner Wege. Haben wir noch irgendwas Schönes hier? Nee, ne? Schönheit ist in diesem Game rar gesät. Oh, geil, Alter. Oh, boah, Alter, ich habe mächtig hier Trägheit der Masse am Start. Darauf hat mich mein Physiklehrer nicht vorbereitet. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst zerkloppe ich mir immer den Rumpf. Hey, Baby, darf ich deinen Rumpf zerkloppen? Kuchen-TV fand diesen Look-Witz lustig. Was ist das? Achso, das sind die Bretter. Und das sättigt ihn einfach, ne? Da passiert irgendwie nichts. Das ist einfach nur, wenn ich Bock habe, ihn zu füttern, so als kleines Haustier oder so. Okay, dann, ja, whatever. Ich fahr zurück. Dann schaue ich mir mal die Geheimnisse hier an. Irgendwo müssen wir dann dieses Zeug kriegen, womit wir diese Leutchens da befreien können. Oh, ho, 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 das ist es! Gefallene Sterne! Oh, was ist verschimmelt? Das hier ist verschimmelt. Zurückwerfen. Ja, das auch. Ey, warum gammeln die denn so schnell? Was ist mit denen? Ich bin einen Tag unterwegs. Lol, Alter. Boah, jetzt muss ich aber hinmachen, dass ich den noch irgendwie da wegkriege. Das ist ja fürchterlich. Okay, bin unterwegs. Meine Güte. Boah, ich hoffe, ich schaffe das. Ist das ein leicht verderblicher Seestern, oder? Einsammeln. Leert den Krabbenkorb. Ja, aber lässt den Korb an Ort und Stelle. Dankeschön. Das ist irgendwie ein bisschen stupid. Boah, ich kann es gar nicht erwarten, hier die ganzen Shortcuts freizulegen. Das wird mein Leben um einiges erträglicher gestalten. Oh, lol. Königskranz. Okay, ist gut. Gut, ist gut, ist gut. Der kommt in den Pokédex, ne? So, die anderen... Die lassen wir mal da. Vielleicht machen sie kleine Babykrabben. So.
Fischmarkt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alle verkaufe. Also, den hier. Verkauf. Den hier, verkauf. Den hier, verkauf. Den hier. Nein, Spaß. Verkauf. Komm schon, zack. Zack. Oh, mach schon ein bisschen Money hier. Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Alles klar, 100 Stück. Ja, wir sind wieder gut auf Kurs, würde ich sagen. So, wie lange verdirbt der? Ne, der ist noch frisch. Okay, sehr geil. Cool. Dann rüsten wir das Baby hier aus. Und erfüllen unsere Mission. Das ist alles. Ich wärme mir nur schnell die Hände und... Ja, koch dir einen Tee, ist gut. Oh, shit, 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 shit. Nein, da vergeht Zeit. Wieso? Oh mein Gott. Gut, ich glaube, es müsste funktionieren. Der Bug deines Schiffs kann jetzt durch Eisschollen brechen. Na los, probier's aus. Ich werde es von hier aus zusehen. Oh, klaut mir das Plätze? Nee, ne? Oh, wie geil. Okay, wisst ihr was? Ich werde ablegen. Ich will das noch nicht probieren. Ich will zu dem Typen hinfahren. Zu der Gestalt. Ich weiß, das ist ein bisschen stupid jetzt hier nachts. Aber... Oh Gott. Hau ab. Hau ab. Oh no. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube, ich muss hier rumfahren. Da war nur dieser Fels. Ich sehe da eine Scholle direkt vor mir. Komm her, kannst du dir eine Scholle abholen? Warte, hier noch nicht. Was ist hier? Ich hab halt nicht auf dem Schirm, ob es da irgendwo... Come on. Hier müsste es sein. Ob es da irgendwo einen einfacheren Zugang gibt? Komm, lass mich in Ruhe. Nee, hier ist er. Alles gut. Na, bist du schon verhungert? Nee, ne? So. Hier, bitteschön. Stinkt schon ein bisschen, aber ist gut. Die Seesterne sind im Kreis am Boden arrangiert. Augenblicke später so stampft eine sehnige Ferse. Diese Beschreibung. Fallen in die Tiefe. Eine letzte Schriftrolle. Sie weist Flecken einer dunklen Flüssigkeit auf. Trichterseher? Oh, den kenne ich noch gar nicht. Ein mutierter Himmelsgucker. Aha. Ist das, was auf dem Boden lebt? Nee, das ist ein Fisch. Eis. Okay. Und zum Glück sagt es mir, was ich da angeln muss. Right. Ich kann durch Eis brechen, right? Also ich meine... Oh, warte mal, ich muss hier mal... Leck mich fett, du. Leck mich fett. Geh weg. Hau ab. Das hält diese komischen roten Fusseln da nicht von mir fern. Geh weg. Okay, ich breche jetzt hier durch. Das funktioniert, ne? Alter, ich habe jetzt kurz gezweifelt. LOL. Was? Wie cool ist das denn? Oh, was haben wir hier? Entschuldigung. Dredgen. Oh, das ist der Arm! Oder was auch immer das ist. Warte, 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 warte. Ach, eine Eisaxt. Natürlich, habe ich gewusst. Ich hätte nichts anderes finden können als dieses komische, brüchige Knorpelteil hier. Oh, nee. Wie wär's mit dem Feuerzeug dranhalten? Bro. Okay, das sind nur Saiblinge. Ich muss auf die Fische achten. Okay, was geht hier? Eine schöne Eisennadel. Oh, das kann ich auch aufbrechen. Oh, was ist das? What the hell? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Warte mal, kann ich hier noch lang? Oder ist hier... Nee, es geht, ne? Oh, fällt jetzt das Licht aus. Oh, come on. Oh, come on. Dankeschön. Und zack. Und boom. Fuck yeah. Oh, das liebe ich ja richtig. Da hinten ist sie. Ich gehe zurück, ich muss pennen. Sorry, sonst schiebe ich hier voll die Hallus, Alter. Das machen wir nicht. Es ist schon wieder morgen, ich kann nicht pennen. Gleich fahre ich in den Graben und dann fressen die Raben. Komm. Anker an. Wenigstens eine Stunde. Wenigstens ein Stündchen. Hm. Was vergessen jetzt? Sag mir. Wenn du den Eisbrecher vorübergehend entfernen möchtest, kann ihn bei jedem meiner Pontons ausbauen.
Ey, wieso soll ich das wollen? Hä, hey, seriously, wieso? Das ist doch nicht mein... Das nimmt mir doch keinen Platz weg eigentlich. Hä? Also, insofern... Okay, ich ruhe mal kurz. Ja, 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 ja. Okay, komm, wir legen ab. Wir gucken jetzt mal, wie wir die Typen da aus dem Eis befreien können. Oh mein Gott, wie geil. Was ist das? Das kenne ich schon. Kann ich die auch zerstören? Nice, Alter. Bin fucking powerful. Oh, lol. Das gefällt mir richtig gut. Was glitzert denn da? Oh, the shit. Oh, nein. Bann, 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 bann. Wie geht das? Ist noch nicht auf Cooldown. Oh, shit. No. Oh, Gott. Ist er weg? Was habe ich getan? War mein Furz so übel riechend? Was passiert? Also hier ist irgendwas Sinnvolles, ne? Oh. Keine Ahnung, was das sein soll. Schätze über Schätze. Eisformer? Zum Ausschneiden und Formen von Eisblöcken zu Kühlungszwecken. Zum was für was? Ausschneiden? Wie jetzt? Ich lass das mal aufbannen, Alter. Was ist hier? Ach, das sind nur Ressourcen. Ja, nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und ihr? Ah, ich verwechsel die immer. Die sehen immer so breit aus. Also wie diese, die letzten Dinger da, die ich sammeln muss. Was haben wir hier noch? Warte mal, war das hier? Ja, hier war das, genau. Okay, der letzte Dude, den ich gefunden habe, wird dann der erste sein. Oh, Moment mal. Boah. Oh, noch eine. Ach, die geht dann nur mal kaputt, oder was? Oh, ich sag doch, die ist scheiße. Nimm die neueste Version. Nimm die Eisaxt L300, Alter. Das ist ein wesentlich besseres Modell. Gab's im Black Friday Sale bei Amazon. Hast du jetzt leider verpasst. Oh, ist schon wieder nachts. Dammit. Okay, offensichtlich... Oh, komm, halt's Maul. Geht die dann kaputt. Ist okay. So. Eissplitter. Was ist denn aber, wenn ich den zerschlag? Alter, wird mir das zum Verhängnis? Ich habe keine Ahnung. Diese kalte Sonne. Oh, jetzt hör auf zu heulen. Längst vergessene Wärme. Ja, ist gut. Ich fahr dich zu Miss Ponton. Die hat einen Tee aufgesetzt. Du führst einen harten Schlag gegen die Mitte des Splitters, wo die schattige Gestalt am dunkelsten erscheint. Oh, oh. Mit anderen Worten, ich klopp ihn voll in die Weichteile. Ein tiefer Riss rast nach oben und lässt einige Bruchstücke zur Seite fliegen. Was? Ein Hauch von nix? Papa Nawal! Nein, was? Oh! Frostiges Herz. Du nimmst den Stein und gehst. Ja! Ja, ich gehe. Yep. Musste mir mich zweimal sagen. Damn, Dude. Damn. Oh Gott. Wow. Alright. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass, alles bereuen werde, was ich hier tue. Oh Gott! Sorry, ich hab's nicht gesehen. Schwierige Nummer hier. Oh, da ist er. Ah, damn it. Warte mal, das Ding ist, oh, der kommt schon wieder. Der ist auf Attack Mode, ne? Aber mein Bann ist ready.
Schwinde. Ja, genau. Ich weiß halt leider gerade nicht, wo ich hin muss. Boah, wo ist oben und unten, Alter? Ich sehe wirklich nichts, for real. Da ist so eine wabernde gelbe Flamme. Hier ist nichts. Ich kann jetzt diesen ganzen Rand hier abfahren. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe Dinge. Oh Gott, ich muss ins Bett. Oh, was ist da hinten? Da hinten ist was. Warte, das will ich mir holen. Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Das ist die nächste Axt. Okay, dann habe ich drei Dinge. Oh, shit. Drei Dinger für drei Kreaturen im Eis. Ich glaube, der Navigator noch. Oder nee, der Navigator war gerade der Steuermann. Entweder Bootsmann oder whatever the fuck. Dann fährt, wie gesagt, der Kapitän. Oh, ach da. Okay, ich sehe es wieder. Oh, hier war er. Stimmt, hier war er ja. Genau. Dann können wir hier schlafen, nachdem wir ihn befreit haben. Ganz, ganz wohlbehütet. So, Moment. Dunkle Gestalt. Ach, der Steuermann. Warte. Oder erzählt ja nur was vom Captain, ich weiß nicht. Wage nicht zu zerschlagen. Es spürt durch das Eis. Ja. Ich wusste einen harten Schlag gegen die Mitte des Splitters. Ich brauche halt diese Herzen, ne? Für diesen Felsen da. Das Gebilde bricht auf. Du nimmst den Stein und gehst. Nee, ich gehe nicht. Ich schlafe, Alter. Ich schlafe. Das ist ein wohlverdientes Recht. Lass mich. Gut. Von da komme ich. Da war... Wait. Da... Ich glaube hier lang. Boah, wie cool es ist, dass ich jetzt hier einfach durchrasseln kann. Wait a second. Wo war denn jetzt der andere Moment? Fahr mal hier durch. Oh, warte mal, hier war ich schon. Ah, hier geht's nach draußen. Oh mein Gott. Gut gemacht. Alles klar. Huh. Guck mal da. Warte, da ist eine Kralle, aber... Warte, das musste das sein, glaube ich. Ich fahr mal hin. Was haben wir da oben eigentlich? Au! Oh mein Gott, ich habe gar nicht geguckt! Ach, das sind nur Schollen da oben, ne? Das sah irgendwie aus wie ein Lager. Oh shit. Oh shit, he's hungry. Ich muss den eigentlich mal wieder besänftigen. Ah, hier lang. Ja, ist ein bisschen schwer zu finden hier oder zu sehen. Entschuldigt bitte. Nee, hier war ich doch gerade. Okay, lass mich in Ruhe. Wie ihr sagt irgendwas. Also, macht die Klappe zu, Alter. Ich höre euch schon wieder. Ich höre euch schon wieder meckern. Lass mich. Oh, was haben wir hier? Oh! Kuckuck! Na, wie geht's denn so? Alles fresh. Hier ist die vierte. Oh, ist hier auch der vierte Dude? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir das klaue, oder? Du willst doch auch mal wieder raus, oder? So ein bisschen langweilig hier, dieser komische, wahrscheinlich nicht selbst verortete Stuhlmacher. Ach, hier, guck mal. Hallo. Ich bin interessant, du hast mir ein paar sehr, sehr... ich bin sicher, du hast mir ein paar sehr interessante Worthülsen zu erzählen. So. Eisnahl, halt dein Ohr an das Eis. Ja, ärgerlicher Ton schlägt dir entgegen. Auch den will ich befreien, ne? Mörder, hast deine Männer verraten und sie verlassen, ein schlafloser Gott.
Warte, dein Schatten, der spricht an. Ach, jetzt soll ich wieder warten, ne? Finde die Axt. Ja. Was ist das für ein Ding im Eis? Ich weiß nicht. Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Beobachtet Schatten eines Schattens durch das Eis, aber mehr noch nicht immer geschlossen. Es kann sich nicht erheben, das Eis brechen, Herz ausmerzen. Ey, ich befreie den Scheiß, Alter. Pass auf. So. Harten Schlag, ja. Bam. Na, was geht? Oh, gute Nacht. Eins noch. Das Gebilde bricht auf, gespalten bis zum Kern. Ein funkelnder Stein liegt inmitten der zerbrochenen Form. Ich frage, das ist so... Ich liebe diesen Style von diesem Spiel. Das ist irgendwie einfach nur cool. Ich muss halt wieder zur... Bootsfrau da fahren, weil... ich in so einen Wirbelsturm gerasselt bin. Okay, aber... man kann doch hier drum rumfahren, warte mal. Bringt das was? Nein. Och man, du Assi hier! Warum bist du so? Oh, das ist hier nicht, dein fetter Arsch da oben liegt. Damn. Auf der anderen Seite? Nee, alles klar. Nee, gut. Nee, perfekt. Nee. Nee, passt schon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Ich kann's nicht beschleunigen. Achso, meine Angeln sind kaputt, ja. Hey, das kenne ich aber noch nicht. Schlafei. Gute Nacht, Alter. Träum was Süßes. Und hier? Und die? Was mit denen? Ach, die kann ich wieder nicht angeln, ne? Nein! Ach, die Wirbelstürme fucken mich so ab, Alter. Das geht gar nicht. Nein, ich wollte speeden. Oh, lol. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn? Ey, ab nach Hause. Boah, ich hätte länger schlafen müssen. Was ist das? Ich hab auch nicht, was ich brauche. Ey, ob ich den letzten Fisch finden werde? Ja, ich hab so ein... also, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen... bisschen bezweifle ich das irgendwie. Boah. Habe ich dich gesucht? Oh, dich habe ich gesucht. Hi. Na, grüß dich, Kollege. Kollege Schnürschuh. So, komm mal her. Ist schon wieder fast 15 Uhr. Ja. Was ist passiert? Ich habe doch alle, ne? Ja. Fürst einen harten Schlag. Mittlerweile bin ich Profi. So, jetzt wacht's auf, oder? Oh, scheiße. Oh, ist angeknackst. Ach, ernsthaft jetzt? Muss ich da wieder hin? Nimmst den Stein und gehst. Ja, aber... oh, Mama. Wirklich jetzt? Okay, ich nehme den Stein und gehe. Ich fahre da am besten mal wieder zurück, weil das vielleicht der einfachste Weg ist. Hoffe ich einfach mal. Nein. Okay, ich glaube da dran. Ich bin doch von hier gekommen, oder? Oh, ich hab echt so null Orientierung. Warte, doch. Okay, da hinten, ich sehe es schon leuchten. Was ist denn das? Kenne ich das? Nee, kenne ich nicht. Ein Seewolf. Okay, das hat sich gelohnt. Was haben wir denn hier jetzt? Oh! Ist das ein Stück von seinem Horn? Die Frage ist, was machen wir denn damit? Oh lol, goldglänzender Anker. Frag
Fragment eines goldenen, zersplitterten Horns erfüllt die umgebende Luft mit unheilvollem Vibrieren. Es sehnt sich nach der Tiefe. Über Bord, was über Bord werfen? Um ein wiederverwendbares Zwei-Wege-Portal zur Schwarzfeldinsel zu erschaffen. Huch! Ach, wie cool! Das ist quasi ein Item. Das kann ich über... Lol. Ich mach dann ein Portal damit. Das ist ja fett. Was kannst du noch so Cooles? Ich werde mich erstmal hier nächtigen, sonst finde ich den Durchgang nicht. Auch wenn ich diesmal sagen kann, ich schlafe nicht wirklich beruhigt. Okay, let's go. Huch. Boah, mein... warte. Nee, wo kann ich das sehen? Ach, komm, ich kann noch ein bisschen was einstecken, das passt. Ich wollte gerade sagen, ich bin ganz schön beschädigt, aber... Es bezieht sich eher... Hallo? Wer? Oh mein... Gott. Es bezieht sich eher auf meine Angeln. Oh nein. Ja, wohin? Da lang, right? Zum Glück habe ich da einen Krabbenkorb ausgelegt. Ah, ich glaube, der kommt nicht mehr. Hä, bin ich hier nicht durch? Habe ich das gar nicht gesehen? Das habe ich einfach ignoriert, ne? Oh mein Gott, Entschuldigung. Der Profi! Pass auf, Leistung muss sich wieder lohnen. Yeah, hat ein bisschen was zu tun. So. Okay, eisige Baustelle, da kann ich wieder hin. Ja, ja, ich kann von meinen Erkenntnissen erzählen. Vorerst aber... Okay, ich repariere es. Nein! Ah, oh, nicht die Werft. Warum hat die jetzt gerade Licht angemacht? Ist doch erst um 10, oder nicht? Ja. 125? Das passt. Verrottend. Wie kriege ich denn noch dafür? Wait. Kriege ich da überhaupt was dafür? Dann muss ich zum Fischmarkt. Entschuldigung. Ey, kannst du mir doch einfach so sagen, ne? Zack, das ist weg. Was ist das? 20. Ist nicht sehr wertvoll. Keine Ahnung, was ich hiermit machen soll, aber das wird sie mir vermutlich gleich sagen. Ich habe mir Baupläne angesehen, die wir gefunden haben. Darunter auch Pläne für ein Knochengerät. Sind für einen Eisformer. Der ist nicht wie ein Eisbrecher. Ach was, sonst würde er ja auch so heißen. Sondern dient dazu, Eisblöcke auszuschneiden. Ja, 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 ja. Wenn du fehlende Gerät findest, kann ich mit der Maschine Eisblöcke zur Kühlung erzeugen. Die kannst du in den Laderaum packen und das Verderben von Fisch verlangsamen. Ach was, ich kann quasi Fisch einfrieren und dann verrotten die langsamer? Cool. So sieht er aus, wenn ich das nur gesehen hätte. Hast du das Ding tatsächlich gefunden? Wie hast du es da unten auffinden können? Weißt du, es glitzert in allen Farben des Regenbogens an der Oberfläche. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich weiß nicht, wie ich es sehen konnte. Ich stecke dieses Blatt hier rein. Ja, es scheint richtig zu sein. Ich glaube, es ist einsatzbereit. Hier kommen die ersten Eisblöcke. Oh, dass die mir immer Zeit klaut und es mir nicht sagt. Taut innerhalb einen Tag... Ah, da habe ich sozusagen zusätzlichen Tag. Ah, cool. Jetzt kann ich ein paar dieser Eisblöcke bei meinen Pontons lagern. Danke, Partner. Wait. Ach so, die verkauft die oder die erzeugt sie jetzt. Ah. Ich dachte schon, wir müssen das mitschleppen. Nee, ne? Boah, soll ich mal... Ich weiß auch nicht, was wir machen. Fahren wir jetzt da wieder hin zu dem komischen... Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo das war. Um ehrlich zu sein. Und by the way... auch keine Ahnung, wo wir... War das hier rein? Diesen letzten Fisch für die Gestalt finden. Das war hier rein, ne? Da habe ich aber Glück. Guck mal, ja, mein Schöner. So, was ist jetzt mit dir hier? Oh Gott. Durch deine Eisnadel. Ja, 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 ja. Gut, ich habe die 4 Eisherzen. Und jetzt machen wir die Schneekönigin. So. Das pulsierende Licht wird stärker und dringt in die 4 Steine ein.
ein Licht aus Netz entsteht. Oh, sieht das cool aus! Sieht das awesome aus! Das ist ein gamerfischer Netz! RGB-Beleuchtung! Ein Netz aus Licht zwischen ihnen und verbindet und vereint sie. LOL! Warte? Eis, ozeanisch, Flachwasser, Küstennähe. Halt nur nicht Mangroven und den ganzen Scheiß. Krank. Die Stränge sind vielfarbig wie ein Nordlicht. Oh, ist das schön! Okay. Kann ich das ausfahren? Kann ich die Angel ausbauen? Wie cool ist das? Das musste ich also gar nicht machen. Die Frage ist, was muss ich denn jetzt aber machen? Bin ich jetzt hier fertig? Bin doch nicht fertig hier. Oder doch? Das ist jetzt komisch. Ich bin irgendwie überfordert. Ich weiß nicht. Das war irgendwie eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Missionen. Ich fange ein Bartmännchen. Ja. Am 24.12. probiere ich das mal. Mit einem Netz aus Licht vor meinem Kamin. Alright. Ich glaube, ich möchte das gerne einbauen, wenn ich ehrlich bin. So, das hier raus? Soll ich die verkaufen? Ausbauen. Ich verkaufe das. Und dann? Ach so, da brauche ich... Wait, was brauche ich denn dafür? Was braucht man denn für Netze nochmal? Ach so, diese hier, ne? Ugh. Okay, bau das mal aus. Das bringt hier meine ganze Ordnung durcheinander. Ich hasse es. So. Und du brauchst dann... Hier einen Slot. Da ein Slot. Überall ein Slot. Alles klar. Cool. Ja, die ist neu, ich weiß. Die will ich aber nicht. Nee, lass sie da. Hab ich das jetzt gekauft? Oh mein Gott, nein. Nein, hab ich nicht. Okay. Ist egal. Ich will da so einen Fisch reinpacken noch. Wo kriegt man denn... Ach, hier kriegt man Eisblöcke. Ach, große Eisblöcke. Oh. Ah, das muss man da drüber ziehen wahrscheinlich. Verkaufen. Das ist nichts mehr wert. Die kosten 21? Eis? Ist es dumm. Ja, aber ich will es probieren. Ist egal. Ein halb beschmolzener ist halt auch einfach nur 60 Cent wert. Da bin ich ja sehr, sehr happy drüber. Na gut. Gut's Nächtle. So. Die Frage ist jetzt für mich irgendwie... Also, was nu? Also, was denn jetzt? Haben wir es schon hinter uns gebracht? Ist das ein One-Way-Portal, by the way? Ich probiere das jetzt aus. Warte. Ja, das steht da nicht. Ein Zwei-Wege-Portal. Alles klar. Warte. Ich werf das über Bord. Portal ist verfügbar. Lol. Boah, krass. Wie kann ich das auslösen? Mit F. Ah. Haben natürlich an alles gedacht. Ja, sehr, sehr schön. Also ich habe diese Seelen befreit. Ich habe ein Netz aus Licht. Wie kann ich das nochmal einsetzen? Ich glaube so, ne? Moment. Oh, ich dachte, das sieht auch irgendwie schön aus. Schade eigentlich. Ja, jetzt fehlt mir nur noch der... Dieser andere Fisch, aber dann kriege ich wieder nur ein Buch. Für irgendeine Skill. Also du...
kannst das ja in beliebiger Reihenfolge hier machen, ne? Das ist ja nicht das Thema. Boah, keine Ahnung, Leute. Ich schätze, ich bin fertig oder bin ich das nicht? Weil irgendwie, ich kann hier nochmal mich umgucken. Ich dachte jetzt, es wäre irgendwie... Ich kann vielleicht nochmal zu dem Großen irgendwie hin. Ich dachte halt, der wacht auf. Ey, zum Glück ist das nicht so. Das wäre eine Katastrophe. Ich bin zum Glück nicht verantwortlich. Was ist da hinten noch? Guck mal, da ragt irgendwas raus. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Was haben wir hier? Boah, das fängt gut. Ah, irgendwelche Trümmer. Hier war ich noch nicht, by the way. Du Mistsau. Debated. Und du? Schlägst du auch nach mir? Ein Stein? Achso, das ist nur so ein Nachtstein. Ja, ist okay. Nee, ich gehe. Ich gehe, der macht nichts. Ist okay. Ich habe sowas einmal gemacht, aber das ist halt nur so Nebendinger. Das ist nicht wirklich relevant. Also wenn du halt mega Bock auf Fischfang hast, von einer speziellen Sorte, dann, aber was das... Himmelsgucker. Oh! Hier fährt er rum. Hier fährt er rum. Zeig mal her. Moment, wie kann ich das im Schleppnetz? Wie kann... Hier. Aha, aber nicht mutiert halt. Ich brauche einen besonderen. Was sind das für Dinger? Nee, das sind Saiblinge. Oh. Die kann man dann also nur mit dem Netz fangen. Das ist er! Das ist er! Fuck. Okay, Trichterseher. Sehr gut. Da bin ich schon mal rein. Ich glaube, da komme ich wieder zur Gestalt. Warte. Oh, der darf nur nicht verfaulen. Warte, wie mache ich das? Ich nehme den ins Netz. Nehmen. Kann ich den irgendwie... Kann ich den zur Fracht hinzufügen? Nicht zurückwerfen. Oh, Eidechsenfisch habe ich auch noch nicht. Ich will da gerne halt irgendwie... Ah, das geht so nicht. Ah, das ist aber schade. Also noch ist er frisch, nur... Ich will nur noch mal hier gucken. Das Ding ist tot, oder? It's dead. Kann ich nichts mehr tun. Das brüllt. Ich glaube, da kann ich nichts mehr tun. Ich glaube, wir sind fertig. Das war's mit dem DLC. For real, real? Das ist so antiklimatisch irgendwie. Klimaktisch. Nee, wie heißt das? Heißt das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Boah, das Netz... Das macht ja echt einen guten Job. Das muss man ja mal zugeben. So, ist hier zufällig der Dude? Weil dann kann ich dem das gleich geben hier, den Fraß. Wo sitzt du denn? Wo hast du dein Lager, mein Fräulein? Nee. Ich fahre jetzt hier einfach mal diese Küste ab. Irgendwo ist der doch. Ich bin ja jetzt hier nicht mittendrin. Ich glaube, in dieser Richtung, vielleicht bin ich jetzt auch an einer völlig falschen Stelle rausgekommen. Das mag sein. Kann ich das bitte anzünden? Nee. Ist irgendwie... Irgendwie... Ach, warte mal, da ist er. Doch, hier ist er. Oder? Ja, genau. Okay, komm her. Hunger, Hunger, Hunger. So, da. Oh, ich habe einen zweiten noch. Hier, kriegst den alten. Die Gestalt platziert den Himmelsgucker mitten der zermalmten Seesterne. Das tiefliegende Auge... Hast du noch nicht mal aufgegessen, wird schon das nächste Bierschlund.
Buch der astralen Symbole. Jetzt habe ich gesagt, konzentriert sich auf die Gestalt, immer noch auf die grausigen Fische, richtet ihre Position aus, wartet, richtet aus, immer und immer wieder. So, Tab. Was ist das für ein Buch? Das habe ich noch nie gelesen. Ist okay, das weiß man immer noch nicht. Das gibt irgendwie einen kleinen Vorteil. Einen kleinen, irgendwie gearteten Bonus. Shit. Boah, es ist immer recht schwer hier zu navigieren, ey. Ja, aber ich habe jetzt nichts, also, das ist ja nicht, das hat ja für das Hauptgame keine Bewandtnis. Also in gewisser Weise ist es auch nachvollziehbar, dass wir nicht irgendein großes Item für die Story jetzt noch kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Nur halt so ein paar kleine To-Dos noch. Oh! Haha. Das ist aber peinlich. Also insofern würde ich sagen, das war's. Es sei denn, ich verpasse jetzt hier den kompletten Punkt, aber ich denke mal, wir haben auch das so gut wie es geht abgeschlossen. I don't know. Ach, die Fische sind, warte mal. Die kann ich alle verkaufen erstmal. So. Ja. Nö. Cool. Kurz ruhen. Ist auch in Ordnung. Dann fahre ich mal rüber zur Schwarzwaldinsel. Geil. Boah. Ach, hier taucht es auf. Anchovy, süß. Zeig mir die her. Süß. Anchovy, Alter. Eins. Übelst niedlich. Okay, sagt er Typ mir irgendwas über diese, sagt er wahrscheinlich nicht. Ich bin bereit. Nein, 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 nein. Okay, der ist immer noch im Endgame-Modus hier. Ja, okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das war's erstmal mit Dredge. Die fahle Ferne. Pale Reach. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas übersehen. Kommt noch ein Völkchen, dann hänge ich da noch was dran. Aber ich glaube, wie gesagt, ich kann ja mal kurz nachgucken. Moment. Nee, ihr Lieben, das war's. Es ging nur darum, das Netz zu bekommen, neue Fische zu sehen, diesen Eisblock-Generator zu machen. Einfach Items, die dir helfen im restlichen Game, falls du diese Insel in deinem normalen Playthrough irgendwo einschiebst. Und dabei noch ein paar coole Bekanntschaften zu machen. Ja, finde ich ein sehr gelungenes DLC. Es gibt eine, von der Art her, eine ganz neue Area mit neuen Wesen, mit neuen, Fischen halt vor allem und Meeresgetier. Halt im Eis, das hatten wir vorher noch nicht. Mit neuen Items, Gegenständen, die daraus resultieren. Also es macht das Game komplexer, ohne sich jetzt groß in die Story einzufügen. Genau das, was es tut. Genau das, was ich erwartet hatte. Und ich erfreute mich sehr drüber. Ich hoffe, ihr auch. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Abenteuer auf hoher See oder zu Lande.